Die Gespräche zwischen Union und Ampel zum Thema Migration, ich habe es gerade gesagt, der große Migrationsgipfel, geplatzt. Was ist da abgelaufen? Was ist da wirklich passiert? Ja, ich bin auch noch verstört, weil ich glaube, das ist ja eine unglaubliche Chance, wenn wie schon mal in der Geschichte unseres Landes bei so einem großen Thema Koalition und ich glaube staatstragend verantwortliche Opposition zusammenarbeiten. Das ist auch deshalb nötig, weil ja Land, Bund, Europa bei dem Thema gefordert sind. An vielen Stellen trägt ja auch die Union Verantwortung. Und ein Thema, um das es ganz zentral ging, ist glaube ich nicht das einzige, aber ein Thema, um das es ganz zentral ging, ist, kann es gelingen, ein europarechtskonformes Modell für noch mehr Zurückweisung an den Grenzen zu entwickeln? Und da hat der Justizminister, die Innenministerin, Ihr Justizminister, Marco Buschmann. Genau, Marco Buschmann von meiner Partei, die Innenministerin, für die Koalition ein Modell vorgestellt. Dann wurde mit der Union diskutiert. Und im Laufe der Diskussion wurde der Union, die ich aus sicherer Quelle weiß, gut informierten Kreisen, ja. Eben weil ich kurz vor der Sendung hier mit den Gesprächsteilnehmern unsererseits sprechen konnte, wurde dann angeboten zu sagen, wenn ihr ein anderes Modell habt, was ihr glaubt, was noch besser funktioniert, probieren wir auch das aus. Das wurde der Union angeboten. Also, dass man beide Modelle probiert an verschiedenen Grenzabschnitten, weil das ist ja nicht trivial, ein europarechtskonformes Modell zu finden, weil uns darf ja über die Migrationskrise die europäischen Errungenschaften nicht kaputt gehen. Aber Sie bieten das an. Sie sagen, wir machen es an einer Stelle so, wie ihr das wollt und an einer anderen Stelle machen wir unsere Idee. Das wurde da angeboten und dann ist die Union trotzdem rausmarschiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Thorsten Frey. Die Unionsvertreter, Thorsten Frey an vorderster Front, sind rausmarschiert und haben gesagt, wir wollen das nicht. Und da stellt sich schon, finde ich, die Frage, ob wir nicht dafür sorgen müssen, dass es hier weitergeht. Also ich will es ganz offen sagen, ich fordere die Union auf und ich lade sie auch ein, zurückzukehren an den Gesprächstisch, weil es muss doch die Partei Adenauers und Kohls muss doch ein Interesse an der Lösung haben. Und das wäre mein Gefühl heute, dass wir das so nicht stehen lassen können. Okay, bevor wir gleich über die Einzelheiten sprechen, Frau Quadbeck, Sie haben es auch so gehört? Also den Wortlaut, ob das genau so war, das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, ich kann die Worte auch nicht wiedergeben, aber die Substanz. Sie waren auch nicht dabei, ich war nicht dabei. Die Union ist auf jeden Fall in die Vollen gegangen und hat halt vorher gesagt, sie möchte diese Zurückweisung haben. Aber wir alle kennen kein detailliertes Konzept, wie das aussehen sollte mit diesen Zurückweisungen. Also seitens der Union. Seitens der Union, genau. Da gibt es kein konkretes Konzept und von daher ist das, muss jetzt weder die Ampel Krokodilstränen weinen, noch muss die Union da rausstapfen. Ich glaube, dass die Ampel ihre Probleme am besten alleine lösen sollte. Und das, was die Union da veranstaltet hat, war ja einfach mal auf die Tonne zu klopfen und zu sagen, so, wir treiben die Ampel jetzt vor uns her. Nach, wie erwähnt, Solingen, den Wahlen in Thüringen und Sachsen, die ja für alle staatstragenden Parteien nicht besonders gut ausgegangen sind. Und es haben sich erstmal alle verhalten wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen, sowohl die Union wie auch die Ampelparteien. Und dann hat man gemeint, bei der Größe des Problems muss man halt zusammenkommen. Aber in Wahrheit braucht die Ampel die Union nicht, um diese Probleme zu lösen oder um die Lösungen anzugehen. Und die Ampel hätte auch schon 3 Jahre Zeit gehabt, um auf solche Ideen zu kommen, auf die sie heute gekommen ist. Deshalb, wie gesagt, es gibt gar keinen Anlass, jetzt da große Glückwünsche auszusprechen. Und was einfach dringend geschehen muss, ist, dass tatsächlich die irreguläre Zuwanderung, dass die Zahlen runtergehen. Ist schon klar. Wenn wir so weitermachen, werden wir wieder 200.000 in diesem Jahr haben. Und das ist eben das, was die Union gefordert hat. Und natürlich, was die Union aufgeführt hat, also dass sie die Gespräche jetzt verlassen hat. Aus meiner Sicht war das von vornherein klar, dass sie gehen würden, dass sie vom Tisch aufstehen würden. Also das ist sehr glaubwürdig, was Sie da gerade sagen, Frau Quadbeck, weil Sie gestern schon gesagt haben, genau so wird es heute kommen. Ja, und Sie hatten auch keine Lösung. Warum? Weil das was für ein Manöver ist das? Ja. Also die hatten nie die Absicht, sitzen zu bleiben? Genau, das ist mein Eindruck, das ist meine Einschätzung, dass sie nicht die Absicht hatten, weil sie natürlich auch zwischen diesen beiden Landtagswahlen die Ampel jetzt im Regen stehen lassen wollten, sagen, die können die Probleme nicht lösen. Ein Stück weit stimmt das ja auch. Bisher ist es trotz verschiedener Maßnahmen nicht gelungen, die Zahlen runterzubringen. Und die Union hatte wohl auch noch die Idee, dass die Ampel auseinanderfallen könnte über einen Migrationsstreit. Das bahnte sich ja
durchaus an. Die regierungsseitig, SPD, die Innenministerin, der Kanzler, die haben gesagt, sie reden mit der Union über Zurückweisungen an der Grenze. Und da hat sich sofort Unmut bei den Grünen breit gemacht. Die Grünen haben sofort gesagt, das geht europarechtlich nicht, das werden wir nicht mitmachen. Und auch in der SPD-Partei und in der Fraktion gab es Widerstand dagegen. Und während beispielsweise die FDP kurz nach der Wahl ja gesagt hat, dass sie sich Zurückweisungen zustellen kann. Christian Lindner am Abend nach der Wahl, Kubicki am Montag gemeint, das würde sogar gehen. Und die Union hat einfach die Chance gesehen, an der Stelle die Ampel auseinanderzutreiben. Die Union hat aber komplett überzogen und da dann diesen Effekt bekommen, dass die Ampel sich zusammengerauft hat, sich jetzt zu dritt dahingesetzt hat und gesagt hat, das ist jetzt erstmal unsere Lösung. Ich meine, das ist jetzt ein saftiger Vorwurf, der da gerade im Raum steht, ne? Also Sie stellen sozusagen im Grunde die These in den Raum, die hatten von Anfang an vor, uns auflaufen zu lassen? Nee, das hat Frau Quadbeck gemacht. Ja, aber das klang ja auch bei Ihnen durch. Ein wahltaktisches Manöver. Nee, ich... Und das bei dieser sehr ernsten Situation. Nee, ich habe ein anderes Bild von, das meine ich ganz ernst, der Partei Adenauers und Kohls. Und ich habe auch in NRW zum Beispiel mit der Union selber mal in der Koalition zusammengearbeitet, habe nicht das Bild, dass die Union sowas wahltaktisch missbrauchen will, zwingend. Ich glaube auch, dafür ist das Thema zu groß. Ich will es ganz kurz sagen. Ich glaube, wenn es der demokratischen Mitte im weiteren Sinne, dem Spektrum, nicht gelingt, für so eine große Herausforderung, die ja offenbar drängend ist, wirksame und rechtssichere Lösungen zu finden, dann werden sich die Menschen von der gesamten Mitte abwenden. Nee, das ist schon klar. Und das müssen wir hinkriegen. Und deshalb finde ich es gut, dass der Union das Angebot gemacht wurde. Wir probieren auch eure Vorschläge. Das ist ja irre, was Sie da gerade geschildert haben. Sie setzen sich zusammen. Es geht um dieses wirklich Thema des Jahrzehnts. Und die machen Vorschlag. Sie sagen, okay, dann können wir das an einer Stelle so versuchen. Dann steht man einfach auf und geht. Ja, ich war auch fassungslos. Aber wenn es mir von sehr integeren Leuten, die für uns an den Gesprächen teilgenommen haben, so berichtet wird. Ja, ist ja bekannt für uns, nahm Teil der Justizminister, der das persönlich vorgetragen hat, und mein Fraktionsvorsitzender Christian Dürr. Dann ist das so. Und deswegen finde ich, ist doch, weil ja heute Abend nicht das Thema zu Ende sein kann, meine ich das ganz ernst, dass ich die Union einlade, kehrt an den Gesprächstisch zurück. Aber was soll denn da dann besprochen werden? Also ich verstehe überhaupt nicht, dass die Union so dringend mit Ihnen an einem Tisch sitzen muss. Sie sind die Regierung und Sie haben die Probleme zu lösen. Ja, Moment. Also ganz so einfach ist es nicht. Hat sie leider ein absolutes Killerargument. Total. Was die Regierung lösen kann, soll sie lösen. Deswegen ist es ja auch, finde ich, zentral, dass die Koalition auch auf unser Betreiben hin ja durchaus auch, das ist ja eben schon angeklungen, durchaus auch mit Druck auf die grünen Koalitionspartner. Sie können, wenn Sie doch überzeugt sind von dem, was die Union vorschlägt, könnten Sie, hat ja Frau Quadbeck total den Punkt, Sie können das auch ohne die einfach machen. Ja, Moment, so einfach ist ja nicht. Man das wollen Sie nicht. Doch. Ja, aber dafür muss die Union öffentlicher darlegen, was ihr konkretes Modell ist. Also alle haben das Ziel, effektive Zurückweisung. Ganz kurz, man muss es beschreiben. Ja, europarechtlich ist das ja nicht trivial. Ja. Jetzt hat die Regierung ein Modell vorgelegt, wie das ginge. Sollten wir auch umsetzen. Mhm. Aber die Union muss doch erklären können, was sie sich vorstellt. Ja, und wenn wir das dann auch ausprobieren wollen, dann ist das doch eine große Chance. Ich will nur Frau Quadbeck auf einen Aspekt hinweisen. Zurückweisen an den Grenzen sind, glaube ich, ein notiges und effektives Instrument. Darüber reden wir gleich. Moment, ich will gar nicht ins Detail gehen. Bodo Ramelow trinkt schon verzweifelt Wasser. Unbedingt. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Ich glaube, dass sich die, ich finde, staatspolitisch verantwortlichen Parteien, CDU, FDP, SPD, Grüne zusammensetzen, ist schon alleine deshalb nötig, weil die Aufgabe ja eindeutig eine ist, die teilweise in den Ländern, teilweise vom Bund und teilweise von Europa erledigt werden muss. Aber dann treffen Sie sich mit den Ländern und nicht mit dem Merz. Also wie gesagt, ich verstehe, es sind doch Länderstadtvertreter mit dabei. Aber der Merz ist ja dafür gar nicht zwingend. Also Sie hätten ja auch eine Ministerpräsidentenkonferenz sich mit den Ministerpräsidenten treffen. Es sind ja auch Ländervertreter dabei. Aber ich will nur sagen, weil Sie das eben so gesagt haben, warum macht die Regierung das nicht alleine? Die Regierung muss alleine die Dinge tun. Wir bringen alleine diese Woche ja in den Bundestag ein, zum Beispiel, es gibt keine Sozialleistungen mehr für ausreisepflichtige Dublin-Flüchtlinge. Aber es muss doch jetzt ein großer Wurf
aller staatspolitisch verantwortlichen Parteien gelingen, weil wir ja offenbar diese große Aufgabe endlich hinbekommen. Ja, offenbar können Sie weglassen. Ohne offenbar müssen wir das hier. Ja, genau. Das ist ja nicht das erste Gespräch dieser Art, das misslungen ist. Deshalb also muss sich die Ampel auf sich selbst besinnen und die Probleme lösen. Ich glaube, wir müssen beides tun. Wir haben gerade gehört, dass es auch auf die Länder ankommt. Und der Vertreter eines besonders schönen Landes, nämlich Thüringen, ist uns zugeschaltet. Bodo Ramelow, Herr Ramelow, wenn Sie das hören, was hören Sie erstens aus Berlin? Sie waren auch nicht dabei, so wie wir alle nicht dabei waren. Und dennoch sind alle immer erstaunlich gut informiert, insbesondere die, die nicht dabei waren. Was haben Sie gehört aus diesen Gesprächen und wie bewerten Sie das? Erstmal ist es so, dass die Aufgabe tatsächlich eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern ist. Und diese Aufgabe ist einfach untauglich als Wahlkampfthema und als Wahlkampfmanöver. Weil das Problem ist, die Fachthemen, die jetzt gerade mit angesprochen worden sind, wie kann man Dublin im Dublin-System tatsächlich an den deutschen Grenzen abweisen? Heißt das an den deutschen Grenzen innen oder an den deutschen Grenzen außen? Was ist ein unzulässiger Pushback? Und all diese Fragen sind sauber zu klären. Aber vor über einem Jahr hat die Ministerpräsidentenkonferenz den Spurwechsel in diesem Thema gemeinsam beschlossen. Daran habe ich auch aktiv mitgearbeitet, weil ich der Meinung war, wir müssen das Thema Asyl und das Thema Zuwanderung voneinander trennen, aber im Blick behalten, dass wir keine ausländerfeindliche Stimmung erzeugen. Alles, was wir an Streit in dieser Art organisiert bekommen, wie heute, zahlt am Ende nur auf die AfD ein. Ich finde das bedauerlich. Man sollte oder darf so nicht miteinander umgehen, weil die Probleme sind zu lösen, die Themen sind anzupacken. Wir hatten jetzt gerade wieder einen Marokkaner, der mehrfach Straftäter war. Das ist unter großer Mühe dann gelungen, tatsächlich, dass Marokko ihn dann wenigstens als Staatsbürger anerkannt hat. Und er ist mittlerweile ausgeflogen worden. Das war am Wahlsonntag. Öffentlich haben wir aber tagelang damit ein Theater gehabt, als wenn alle Migranten, alle Flüchtlinge solche Problemfälle wären wie dieser. Das Problem ist, dass damit ein Klima entsteht, bei dem wir das Hauptthema völlig aus dem Blick verlieren, nämlich Thüringen und Deutschland braucht Zuwanderung, und zwar gelingende Zuwanderung. Das heißt, wir müssten eigentlich über ein Zuwanderungskonzept reden und davon abgegrenzt tatsächlich die Aufgaben mit dem Asyl und dem Asyl, auch mit dem Missbrauch im Asyl, so aufräumen, dass es nicht immer wieder als Einladung wahrgenommen wird und die Akzente verschoben werden zwischen einzelnen Fällen, die einfach schiefgehen, was nicht in Ordnung ist, und der gelingenden Integration, die längst funktioniert. Hallo, darf ich noch mal ganz kurz fragen, weil Sie jetzt Apolda gerade ansprechen. Sie tun so, als wäre das der eine bedauernswerte Einzelfall. Wenn man sich diesen Fall mal wirklich en Detail ansieht, da muss man sagen, der steht schon ein bisschen sinnbildlich für all das, was unter anderem in genau dieser deutschen Migrationspolitik seit Jahren katastrophal daneben geht. Sind Sie mit den Einzelheiten dieses Falles betraut? Ich habe mir das heute mal drauf geschafft. Selbstverständlich. Ich meine, selbstverständlich. Da lebt jemand. Mit diesem und auch mit weiteren Einzelfällen. Aber verzeihen Sie, wenn Sie jetzt wieder genau das so machen, dass Sie sagen, so wie dieser Fall gelagert ist, dieser Fall, der war längst nach Bulgarien zurückgeschoben und tauchte einfach nach 3 Tagen wieder auf. Und das Problem ist, dass die zuständige Ausländeramt ihn nicht wieder rausgekriegt hat. Weil auch da mittlerweile organisiert wird, dass so jemand einfach genau die Wochen abwartet, bis dann das Dublin-Verfahren so nicht mehr funktioniert und wir auf einmal das zuständige Land werden, obwohl wir es gar nicht sind. Das hat ja jetzt die Regierung eigentlich anpacken wollen. Das sollte jetzt ja mit in dem Paket gelöst werden. Und trotzdem bleibe ich dabei. Die Mehrzahl, wir haben 5.100 Asylanträge in diesem Jahr in Thüringen gehabt. Das heißt, diese Mehrzahl von Menschen sind eigentlich Menschen, die unsere Unterstützung brauchen und die wir dann auf diesem Weg, wie sie Teil unserer Gesellschaft werden, auch gut begleiten können. Und diejenigen, bei denen wir es schaffen, endlich, dass das BAMF-Verfahren nach 3 Monaten abgeschlossen ist, und da reden wir von einem Bundesverfahren, und da sage ich, da hat der Bund zu liefern, dass die Verfahren nach 3 Monaten abgeschlossen sind und wir dann als Länder auch handlungsfähig gemacht werden. Herr Ramelow, ich merke, Sie werden sauer bei dem Thema und das triggert Sie. Ich kann das auch nachvollziehen. Schauen Sie, Herr Lanz, 300.000 Menschen gehen in Thüringen in Rente. Aber wir haben nur 150.000 junge Leute, die nachkommen. Das heißt, wir brauchen gelingende Zuwanderung. Ich würde gerne, dass wir mit den Maghreb-Staaten, Tunis,
Algerien, Marokko. Vereinbarungen schließen, dass wir dort gezielt anwerben können, also sichere Wege schaffen, bei denen wir aber vorgeben, was wir eigentlich suchen und wie wir es machen. Mhm. Wir haben es jetzt gerade mit Tunis mit 15 jungen Leuten geschafft, dass wir die gut ausgebildet dann auch so integrieren können, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden. Wenn wir also sichere Wege schaffen, können wir den anderen Teil davon trennen und dann können wir mit diesen Staaten auch so vereinbaren, dass sie die Staatsbürger zurücknehmen müssen, die bei uns ihr Schutzrecht verwirkt haben. So, aber das ist doch genau die Geschichte dieses Mannes, Herr Ramelow. Und wenn Sie sozusagen Akzeptanz für legale und reguläre Migration haben wollen, dann müssen Sie doch als Staat auf der anderen Seite dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Da ist jemand, der ist vorher 8 Jahre lang in Italien, hat dort Asyl beantragt, taucht dort unter 2 verschiedenen Identitäten auf. Durch abweichende Schreibweisen kriegt er es hin, dass er am Ende unter 5 verschiedenen Namen registriert ist, hat dort Vorstrafen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Drogenschmuggel, schwerer Diebstahl, Sachbeschädigung, Hehlerei und so weiter. 2014 kriegt er dann so viel Aufmerksamkeit von den italienischen Behörden, dass er das erste Mal nach Deutschland einreist und behauptet hier, er sei Palästinenser, sagt, er habe seinen Personalausweis in Libyen verloren, stellt einen Asylantrag. Rund ein halbes Jahr nach dieser Einreise sagt unser BAMF, wollen wir nicht, abgelehnt, glauben wir nicht die Geschichte. Im November 2014, 10 Jahre vor der jetzigen Rückkehr nach Marokko, ordnen die deutschen Behörden das erste Mal die Abschiebung dieses Mannes an. Dann dauert es bis April 2015, dann wird er nach Italien abgeschoben. 4 Tage später ist er wieder zurück, und zwar wieder mit einem anderen Namen und behauptet jetzt, Algerier zu sein. Dieses ganze Chaos, kann man auch nicht sagen, das ist jetzt Einzelfall und das ist etwas, das muss man dann eben sozusagen als, weiß ich nicht, als Kollateralproblem in Kauf nehmen, weil wir ja auf der anderen Seite Migration und reguläre Zuwanderung brauchen. Entschuldigung, Herr Lanz, das muss man überhaupt nicht. Nein, Sie stellen jetzt einfach eine Kette auf. Ich referiere eine Geschichte. Dann hätte man ihn vor 10 Jahren, verzeihen Sie, dann hätte man ihn vor 10 Jahren vom Bund übernehmen müssen, weil das Bund ist der Entscheider. Genau. Und dann muss der Bund dafür sorgen, dass so jemand das Land zu verlassen hat. Es dann den Ländern zu überlassen und in den Ländern den Kommunen zu überlassen, das ist der Webfehler. Und daran wollten wir als Ministerpräsidenten mitarbeiten, damit diese Dinge aus einem Guss geschehen, damit das Abtauchen zwischen den Behörden nicht solche Menschen auch noch einlädt. Denn das sind diejenigen, die sich eingeladen fühlen, während die anderen, die sich längst integriert haben, längst arbeiten gehen, die werden dann abgeschoben, damit wir auch mal ein paar Abschiebezahlen haben. So, genau das ist der Punkt. Vielleicht trinken wir beide jetzt noch mal einen Schluck Wasser, Herr Ramelow, und dann kühlen wir uns auch wieder runter. Ich weiß ja, dass es gar nicht so gemeint ist, aber Felix Lee möchte gerade, und danach habe ich noch eine Frage, ob das möglicherweise genau diese vielen Webfehler, die ja schon auch eine falsche Systematik offensichtlich enthalten und sehr anfällig sind, um ausgenutzt zu werden, Identitäten zu verschleiern und so weiter, ob das möglicherweise der Hintergrund ist für die Union, die sagt, wir wollen da ein strukturell anderes Verfahren, eine andere Vorgehensweise. Helly, bitte. Nur kurz, ich bin tatsächlich jetzt kein Experte in diesem Bereich, aber tatsächlich mit jemand mit Migrationshintergrund, ein gebürtiger Wolfsburger mit Migrationshintergrund, und ich teile komplett die Empörung von Herrn Ramelow, dass da eine Verallgemeinerung stattfindet von Einzelfällen im Grunde auf alle Leute mit Migrationshintergrund, im Übrigen 30% der Bevölkerung in Deutschland mit Migrationshintergrund. Aber wer macht das, Helly? Wer verallgemeinert? Das klingt so, und ehrlich gesagt, ich bin tatsächlich, ich kann auch Herrn Vogel verstehen und weiß Ihr Anliegen auch zu schätzen, dass Sie versuchen, die CDU dabei einer Lösung dieser Probleme da einzubinden. Weil es geht natürlich auch um die politischen Signale, die so eine Volkspartei wie die Union dann auch aussendet. Und ehrlich gesagt, ich bin tatsächlich auch ein bisschen entsetzt, dass die Partei von Helmut Kohl, Mr. Schengen, tatsächlich das Schengen-Abkommen aufs Spiel setzt, wo es ja um Personenfreizügigkeit geht, aber auch um,
um Wirtschaft, um Freizügig, um Warenverkehr und so weiter, das alles jetzt aufs Spiel zu setzen, weil die Union jetzt eine Gelegenheit sieht, da die Ampel vor sich herzutreiben und im Rücken oder in Deckung quasi von der AfD, die in Thüringen und Sachsen und demnächst wahrscheinlich in Brandenburg 30% haben. Also das halte ich für ein fatales Signal. Und deswegen finde ich das sehr, sehr bedauerlich, dass sich die Union nicht an einer konkreten Lösung beteiligen möchte, offenbar. Deswegen, ich verstehe Ihr Ansinnen total und bedauere es, dass das leider heute nicht geklappt hat. Aber ist es sozusagen so abwegig, was die Union da vorschlägt? Sie sagen, Sie wären den Weg ja mitgegangen. Das ist ja sehr interessant. Ja. Was die Union will, wenn ich das richtig verstanden habe, und unterbrechen Sie mich, wenn ich etwas Falsches vortrage. Mhm. Was die Union will, ist, wir weisen erstmal prinzipiell jeden an der deutschen Grenze zurück. Mhm. Weil jemand, der nach Deutschland kommt, kommt in der Regel aus einem sogenannten sicheren Drittstaat. Ja, kommt aus Österreich, kommt aus Polen, kommt aus Frankreich und so weiter. Das ist die Idee. Ist das richtig verstanden? Das ist der Grundgedanke, was unter Zurückweisung verstanden wird. Um es ganz kurz zu erklären. Ja. Ich glaube 100%, was wir eben schon rausgearbeitet haben. Wir brauchen qualifizierte Einwanderung. Mhm. Wir brauchen Talente. Mhm. Das ganz heiße Eisen, wo sie auch Herr Ramelow so aufregt, ist genau dieses Thema. Exakt, genau. Du weist sozusagen prinzipiell erstmal jeden zurück, weil du sagst, wir ziehen uns zurück auf die Position Dublin. Ja. Ja, wer an die deutsche Grenze kommt, der war vorher praktisch zwangsläufig in einem sicheren Drittland. Ich erkläre es gerne. Das, was ich eben meinte, qualifizierte Einwanderung hat mit dem Asylsystem erstmal nichts zu tun. So, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Punktesystem, Blue Card, das andere ist Asylsystem. So. Ja. Und für Ersteres hat man keine Akzeptanz in der Gesellschaft, wenn die Leute das Gefühl haben, es ist eigentlich egal, wie die Regeln sind. So, es gibt keine Ordnung und Kontrolle. Das ist meine feste Überzeugung als jemand, der am Thema auch seit vielen Jahren arbeitet. Sehe ich genauso. So. Und beim Thema Ordnung und Kontrolle, für diejenigen, die ins Asylsystem kommen, haben wir heute die Konstellation, dass zu viele schon nach Europa und dann nach Deutschland kommen, die gar nicht Anrecht haben, hier zu sein. So, und auf dauerhaft kann man das nur lösen durch eine harte europäische Außengrenze, dass da die Verfahren stattfinden, am besten schon außerhalb der Europäischen Union. Aber kurzfristig ist das die Überforderung der Kommunen so groß, ist das Problem so groß, dass wir kurzfristig eine andere Lösung brauchen. Und deswegen ist der Gedanke von, wie ich es nennen würde, effektiven Zurückweisungen, schon an der deutschen Grenze kommt jemand gar nicht mehr ins Land, weil ja sachlogisch eigentlich der Gedanke war, für ihn ist der Staat zuständig, bei dem er die EU betreten hat. Und das kann ja nicht Deutschland sein. So, seit letztem Herbst, Herr Lanz, gibt es diese Grenzschutzmaßnahmen. Die hat diese Koalition da eingeführt. Was ja gut ist, es gelingt offenbar, diese Kontrollen vorzunehmen, ohne dass da lange Schlangen an der Grenze Schlagbäume passieren. Es wurden auch 30.000 Menschen zurückgewiesen. Mhm. Aber das ist immer noch ein Drittel bis die Hälfte. Die Hälfte pocht auf ihr Asylrecht und kommt dann noch rein. Und jetzt ist der Gedanke, weisen wir die schon an der Grenze zurück. Und diesen Gedanken halte ich für richtig, weil wir jetzt kurzfristig wirksame Maßnahmen brauchen. Und wer hält den noch für richtig? Sie halten den für richtig? Ja. Hält die SPD den für richtig? Die SPD hat sich dem angeschlossen. Die Innenministerin hält den auch für richtig? Genau, die Innenministerin hat sich dem angeschlossen. Und die Grünen halten den auch für richtig? Bei den Grünen gab es die Notwendigkeit von Druck aber dann gab's, und Diskussion, aber dann gab es jetzt einen gemeinsamen Vorschlag, diese Zurückweisung europarechtskonform, das ist ja nicht so leicht, vorzunehmen. Und das heißt, da kommt jemand an die Grenze, sagt Asyl und Sie sagen, Asyl hast du im Zweifel schon in Österreich beantragt und deswegen gehst du bitte zurück nach Österreich. Das konkrete Modell wurde heute in diesen Gesprächen erläutert. Es geht darum, dass die dann befragt werden von der Bundespolizei, dass es sogar in Gewahrsamnahme geben kann, damit die nicht 30 Meter weiter über die grüne Grenze dann laufen, sobald sie zurückgewiesen wurden. Das war das konkrete europarechtskonforme, das ist ja wichtig. Das ist der Vorschlag jetzt, den die Regierung, Justizministerium, Innenministerium vorgeschlagen haben. Und dann hat die Union gesagt, wir wollen ein anderes Modell. Und nämlich? Ja, das konnten sie eben nicht so genau sagen. Und das ist ja der Punkt. Wir haben gesagt, unsere Leute gesagt, wir probieren gerne auch das. Was funktioniert, sollte man probieren. Aber nur dafür muss die Union ja in den Gesprächen auch konkreter
mit besprechen, wie denn das andere Modell genau aussehen könnte, was sie an diesem Vorschlag der Regierung jetzt stört. Und das sollte heute passieren. Und ich finde, es muss passieren. Das sind die Union trotzdem, muss zurückkommen. Ja, nochmal ganz an den kurz. Ne? So, das sind aber zwei verschiedene. Ja. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Genau. Also die direkten Zurückweisungen an der Grenze, wie die Union sie gefordert hat, auch wenn es dafür kein klares Konzept gibt. Aber die Union möchte, dass direkt zurückgeschoben wird. Genau. Also dass jemand überhaupt nicht nach Deutschland reingelassen wird. Das, was die Innenministerin heute mit Außenministerin und Justizminister vorgestellt hat. Da geht es darum, dass die Leute dann tatsächlich in Deutschland in Gewahrsam genommen werden, befragt werden, wo sie herkommen. Geprüft und dann, wird, ob wird möglicherweise geprüft. Ein anderes Land für das Asylverfahren und, zuständig genau, ist. Ne? Und dann wird Kontakt aufgenommen mit Österreich, Italien, Bulgarien, egal, wo sie eben herkommen. Und dann wird gefragt, nehmt ihr die zurück? Und die Innenministerin stellt sich vor, dass das idealtypisch 3 bis 5 Wochen dauert. Nur das, was es jetzt inzwischen schon an außenpolitischen Reaktionen aus Europa Österreich gab. Zum Beispiel. Genau, ein Aufschrei aus Polen. über das Modell der CDU und große Skepsis zu dem, was die Ampel da möchte, weil natürlich sind die Länder nicht bereit, die Menschen zurückzunehmen, weil das ganze Asylsystem in Europa funktioniert ja seit 2015 so, dass Dublin eben einfach missachtet wird und alles nach Deutschland durchgewunken wird. Und Deutschland hat das so lange akzeptiert, dass es sehr, sehr schwer ist, von heute auf morgen ein Gedanke noch ganz kurz, weil das, glaube ich, viele Leute auch nicht wissen. Gelebte Wirklichkeit in dieser sogenannten Migrationspolitik, das klingt ja immer nach Ordnung und wir regulieren das irgendwie, das ist es aber nicht, ist zum Beispiel, dass Italien, seit Frau Meloni dort das Sagen hat, nimmt prinzipiell niemanden aus Deutschland zurück. Ist richtig, ne? Ja. Ist richtig. Dass das, also im prinzipiell niemanden zurück. Mittelfristig müssen wir an der Außengrenze das durchführen in der EU. Alles andere kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Aber kurzfristig sind zu viele Menschen kommen nach Deutschland und die Kommunen sind überfordert. Deswegen muss es eine wirksame Lösung geben. Dass das kompliziert ist, europarechtlich und auch im Gespräch mit den europäischen Partnern, ist ja gar keine Frage. Aber umso wichtiger ist es doch, wenn wir mal festhalten würden, es gibt zwei Ziele. Es muss effektiv, müssen Zurückweisungen gelingen. Jetzt schon ist ein Drittel bis die Hälfte und die Zahl muss hoch, damit einfach gar niemand, nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland kommen. So, und das Zweite ist, es muss irgendwie gelingen, ohne dass uns Europa auseinanderfällt. So, und jetzt gibt es ein Modell, offenbar, was im Detail heute vorgestellt wurde, wo die Regierung sagt, das funktioniert europarechtlich. Und jetzt sagt die Union, sie will was anderes. Das ist ja okay. Aber dann, es muss doch möglich sein, im Detail darüber zu reden, um zu einem gemeinsamen Modell zu kommen, was bestmöglich funktioniert, mit Blick auf die zwei Ziele. Und wir jetzt in Kraft setzen und ausprobieren. Ich hab das tatsächlich so verstanden, dass ihr, man weiß nicht so richtig viel darüber, da haben Sie recht. War auch heute immer wieder meine Frage, was genau meint Friedrich Merz, wenn er sagt, wir wollen etwas ganz anderes. Ich habe verstanden, dass Sie sich in vielen Punkten in Wahrheit ziemlich nahe sind. Ja, das Ziel. Und ja, aber auch in der Art und Weise, wie Sie es machen wollen. Sozusagen prinzipiell Zurückweisung an der Grenze mit dem großen Unterschied, dass die Bundesinnenministerin sagt, wir wollen aber erst mal prüfen, ob es ein anderes Land gibt, das sozusagen für dieses Asylverfahren möglicherweise zuständig ist. Aber das ist ja das, was ich verstanden habe. Da gab ja das Angebot, wir probieren beides, was besser funktioniert. Ja, ist schon klar, das müssen wir im Gespräch mit der Union dann noch mal klären. Ja, unbedingt. Ja, die Gespräche müssen weitergehen, das ist mein Punkt. Ja, Frau Quadbeck, welches, bevor wir gleich auch noch mal Bodo Ramelow dazu fragen. Lebenspraktische Frage einwerfen. Ja. Darf ich eine lebenspraktische Frage einwerfen? Ich bin vor kurzem aus Polen mit dem Zug wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe mir angeguckt, wann unsere Polizei eingestiegen ist und wann sie angefangen hat, Kontrollen vorzunehmen. Das darf sie erst, wenn der Zug, der aus Polen kommt, über die polnische Grenze nach Deutschland gefahren ist. Und ich habe erlebt, wie sie dann in meinem Abteil tatsächlich kontrolliert haben. Ich habe gerne meinen Ausweis gezeigt, fand ich ganz problemlos. Wenn aber das schon auf deutschem Boden passiert, und es wäre ein Asylbewerber, dann würde er das Wort Asyl sagen und die Beamten müssten ihn erst mal mitnehmen. Weil sie können ihn nicht im rollenden Zug Richtung Berlin vor die Tür setzen. Und sie können ihn nicht zurück nach Polen bringen. Zweite Geschichte, ich lebe im grenznahen Bereich Richtung Tschechien. Und ich bin extra dorthin gefahren, habe mir die kleinen Seitenstraßen angeguckt. Die deutsche Polizei steht erst und der Zoll stehen erst einige Meter hinter der Grenze auf deutschem Boden. Wo soll die Abweisung stattfinden? Das konnte mir bis heute niemand richtig erklären. Genau.
wenn wir nicht das Schengen-Verfahren und das Dublin-Verfahren gleichzeitig kaputt machen. Ich teile Ihre Kritik, Herr Lanz, dass das Dublin-Verfahren durchlöchert wie ein Schweizer Käse worden ist. Deswegen war vor einem Jahr schon mein Vorschlag, die Asylverfahren in 3 Monaten rechtssicher abschließen und danach die Konsequenzen zu ziehen und dann da wirklich zu sortieren, dass derjenige, der tatsächlich woanders seine Fingerprints abgegeben hat, dann auch unser Land verlassen muss. Mhm. Guter Punkt, ne? Herr Vogel, wie lösen Sie das dann? Hat man dann, was haben Sie dann da? Auffanglager, Gefängnisse? Halten Sie Leute fest? Wie machen Sie das? In Ihrem Vorschlag. Ist ja nicht mein Vorschlag, sondern Vorschlag der Regierung, den die heute dort vorgestellt haben. Ich war nicht in den Gesprächen dabei. Eben waren Sie auch nicht in den Gesprächen dabei. Und da wussten Sie sehr viel über diese Gespräche. Jetzt waren Sie wieder nicht in den Gesprächen dabei, aber jetzt wissen Sie plötzlich nichts mehr. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich will auch nur sagen, dass offensichtlich der Vorschlag ja ansetzt bei all diesen praktischen Problemen. Aber wie machen Sie das? Ganz konkrete, gute Frage. Der Vorschlag ist in Gewahrsamnahme und dann Durchführung eines Schnellverfahrens. So, um Fakten, es geht doch um das Ziel. Was heißt das? Gewahrsam. Also, das heißt, Sie halten die Leute dann an der Grenze fest. Gefängnis. Es geht um Gefängnis. Kann man formulieren, wie man will. Wie würden Sie es nennen? Ja, es geht doch darum, dass jemand einreist, der kein Recht hat, einzureisen. Ich frage nur wirklich, man muss schon präzise sein. Was bedeutet das? Ja. Sie bauen an den Grenzen faktisch Gefängnisse. Ja. Nein, es muss natürlich Orte geben, die dann geschaffen werden, wo man die Leute für dieses Schnellverfahren dann... Nennen wir sie Orte, aber es läuft auf ein Gefängnis hinaus. Wir haben auch Abschiebegefängnisse. Ja, das ist Teil des Systems, genau. Als Möglichkeit ich widerspreche, es gibt keine Abschiebegefängnisse. Ja. Also Abschiebehaft ist kein Gefängnis, hat das Bundesverfassungsgericht klar erklärt. Ist ja ein Riesenproblem. Es muss anders gehandhabt werden. Wir müssen das gerade in Thüringen neu sortieren, weil wir mit unserem Haftplatz in Rheinland-Pfalz einfach nicht mehr klarkommen. Aber es ist kein Gefängnis. Und deswegen ist meine Frage, und das war eine lebenspraktische, wenn es an der deutschen Grenze 100 Meter innerhalb Deutschlands passiert, dann wird es ein Problem. Ich weiß nicht, wie die Länder das dann rechtlich handhaben sollen. Nochmal, ich bin an einer Lösung interessiert. Ich will mich überhaupt nicht Lösungen verweigern. Ich glaube nur, wir müssen aufpassen, dass wir Dublin nicht kaputt machen, weil wir den Schengen-Raum als lebendigen Wirtschaftsraum haben. Und wenn wir an den Grenzen überall nur Schleierverhandlungen machen, das war das, was lange Nancy Faeser vorgeschlagen hat, dann ist das ein gezieltes Abfischen, um zu gucken, ob Schleuserkriminalität dort angetroffen werden kann. Führt allerdings auch zur Verlagerung auf andere Seitenwege. Aber wenn du sie anhältst, das, was Herr Vogel gerade gesagt hat, dann müssen die Menschen irgendwo hin. Ich sehe nicht, was die Bundesländer da tun können. Lass uns mal die Frage zurückgeben, Herr Ramelow. Wie würden Sie es denn machen? Wir beide haben uns schon mal ausführlich über das insbesondere Thüringer Demografieproblem unterhalten. Und ich sehe das alles, ich verstehe das alles. Es ist ein Problem in der gesamten westlichen Welt. Trotzdem geben, ich glaube, 70-80% oder über 60% der Leute an, wenn sie gefragt werden, warum habt ihr bei den letzten Landtagswahlen so abgestimmt, wie ihr abgestimmt habt? Wir akzeptieren diese Art von Einwanderungspolitik so nicht mehr. Wir wollen, dass Ordnung in dieses System kommt. Ja. Schlicht und ergreifend. Und das muss man ja als Politiker, ob es einem gefällt oder nicht, und egal, wo man weltanschaulich steht, schlicht zur Kenntnis nehmen und damit irgendwie operieren. Sonst haben Sie irgendwann Herr Lanz, die AfD bei 40%. Verzeihen Sie, Herr Lanz, seit über einem Jahr betreibe ich das und versuche, Ordnung in das System reinzukriegen. Ich versuche aber auch Zuständigkeiten klarzumachen, dass an Stellen, wo wir polizeilich gehindert sind zu handeln, wie bei diesem in Apolda. Wenn da nicht unser Innenminister tatsächlich so viel in Bewegung gesetzt hätte, dann wären wir das Thema immer noch nicht losgeworden. Weil Marokko einfach gesagt hat, wir haben von allen Bürgern Marokkos biometrische Daten genommen, der ist kein Marokkaner. Und deswegen war es unglaublich anstrengend. Und solange wir mit den Maghreb-Staaten oder mit allen EU-Anrainerstaaten keine Aufnahmeverfahren haben, keine Anwerbeverfahren, also rein ins Land, und keine Rücknahmeverfahren haben, solange werden wir am Ende mit dem einzelnen Ausländeramt immer der zweite Sieger sein. Und dann nochmal, es sind solche Typen, die dann geschickt genug sind,
sich alle Rechte rauszuholen, obwohl sie längst sämtliche Schutzrechte verwirkt haben. Das finde ich das Problem, dass wir an den Stellen einfach logischer und stringenter handeln müssen, damit so jemand gar nicht lange bei uns wegtauchen kann. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in den Modus kommen, der genau das Problem ist bei mehr Ordnung in der Migration. Nämlich, dass wir immer erst sofort sagen, was warum nicht geht. Natürlich ist es kompliziert. Ging erstaunlich aber viel Zahlen, in den letzten Wochen. Genau, die Zahlen müssen doch runter. Ich will ein weltoffenes, vielfältiges Land, was mehr qualifizierte Einwanderung hat. Um das hinzukriegen, müssten wir aber Akzeptanz für die Migrationspolitik insgesamt haben. Und im Asyl- und Fluchtsystem haben wir zu viel irreguläre Migration. Die Zahlen müssen runter. Gesetze müssen eingehalten werden. Es müssen weniger Menschen nach Deutschland kommen und nach Europa kommen, die gar nicht in Anspruch haben, hier zu sein. Es darf nicht deswegen, so einfach sein, seine Identität zu verschleiern. Ich meine, ganz genau so. Wir können über Einzelfälle reden. Wenn wir immer sagen, ja, was irgendwie schwierig ist, was ich sonst immer von den grünen Kollegen höre, dann wird das nicht gelingen. Und jetzt sind wir in einem Modus, wo Lösungen mit Hochdruck angestrebt werden. Und dieser Modus muss doch für alle staatspolitisch verantwortlichen Parteien jetzt angenommen werden und gelingen, bin ich fest von überzeugt. Es ist möglich, mehr Ordnung in die Migration zu bringen. Und jetzt ist der Moment, das zu tun.